Und es ist alles bereit zum Schlusstag hier bei diesen Weltmeisterschaften in Novi Mesto. Andrea Henkel gut gelaunt. Wir sind dabei, uns vorzubereiten und freuen uns auf das Rennen der Besten der Besten. Alle Medaillengewinner dieser Weltmeisterschaften bei den Frauen hier am Start. Thora Berger ganz vorneweg natürlich. Sie mit ihren 5 Medaillen. Und Olena Pidruschna mit der Nummer 1, weil sie den Sprint gewonnen hat, trägt sie diese Nummer. Sie sind bereit, sich hier im direkten Duell zu messen. Miriam Gössner gehört auch dazu, weil sie im Weltcup gut platziert ist. Hat sie den Weg in dieses Feld geschafft. Auch Franziska Hildebrand ja dabei. Die Tschechin haben wir da gesehen. Sehr zur Freude des tschechischen Publikums. Und noch wenige Sekunden, dann geht's los. Zehn sind jetzt auch genau. Höchste Konzentration jetzt. 12,5 Kilometer. Da sind sie unterwegs. 30 Starterinnen gehen auf die 2,5-Kilometer-Runde, die 5-mal gelaufen werden muss. 4-mal wird geschossen. 2-mal liegend, 2-mal stehend. Und hier wird sich zeigen, ob Thora Berger Einzigartiges vollbringen kann. Ob sie es schafft, als erste Frau 6 Medaillen bei einer Weltmeisterschaft zu gewinnen. 5 hat sie ja schon. Aber natürlich rechnen sich in diesem Duell Frau gegen Frau viele, viele Chancen aus auf Medaillen, auf vordere Plätze hier. Dazu zählen natürlich auch die Polin Krystyna Palka, die Zweite geworden ist in der Verfolgung. Die Silbermedaillengewinnerin im Einzel natürlich Andrea Henkel. Die beiden Semerenko-Schwestern aus der Ukraine. Kajsa Mäkeräinen, Daria Domracheva. Man könnte diese Liste fast beliebig bis zu Platz 30 oder Startnummer 30 fast fortsetzen. Das wird, und da freuen wir uns drauf, ein richtig spannendes, ein richtig tolles Rennen zum Abschluss der Frauenwettbewerbe hier in Novo Mesto. Jetzt geht es das erste Mal raus auf die Strecke, durch den Tunnel, den ersten Anstieg hoch, Herbert. Ja, die Strecke ist bestens präpariert. Sven Fischer hat es gesagt, es ist wirklich ein optimaler Tag für tollen Biathlonsport. Hier sehen wir Miriam Gössner rechts, wie sie sich nach vorne arbeitet. Der Anstieg, das ist ihr Terrain, sie ist relativ leicht. Ein Floh, der hier die Berge hochläuft. Und das ist ihr Streckenabschnitt, wo sie Zeit gut machen kann. Da hat sie auch gleich ein paar Plätze gut gemacht, Miriam Gössner. Während Thora Berger vorne weggeht, da sehen wir noch Franziska Hildebrand mitten im Feld. Mit der Nummer 6 Vali Semerenko vorne dabei. Kajsa Mäkeräinen sehe ich mit der Nummer 7. Andrea Henkel hinter Kajsa Mäkeräinen mit der Nummer 1. Olena Pikruschna, die Ukrainerin. Die Favoritinnen, die engsten Favoritinnen, die sind vorne dabei an der Spitze des Feldes. Und es gilt ja auch hier, ein bisschen aus dem Pulk herauszukommen, um mögliche Kollisionen zu vermeiden. Jetzt das erste Mal hier ein kleines Gleitstück auf dieser Strecke. Da wird, genau wie in der Staffel, noch nicht so viel passieren. Noch keine Riesenabstände werden da gerissen werden von den Läuferinnen. Das erste Mal sortieren wird sich das nach dem ersten Schießen. Bis dahin ist es noch ein bisschen. Jetzt kommen die Läuferinnen erstmal zur ersten Zwischenzeit. Berger vorne, Mäkeräinen an Position 2, Vali Semerenko und Miriam Gössner an Position 4. Und wir haben jetzt mal die Gelegenheit, Herbert, einen Blick auf den Streckenverlauf zu werfen. Klasse so. Jawohl, auf geht's. Wie wir schon in den letzten Tagen gesehen haben, ist auch diese Strecke relativ kurvig. Viele Richtungsänderungen gleich raus aus dem Stadion durch eine Unterführung durch die Tunnel jetzt. Und dann geht's rechts rum, links rum, ringsrum. 450 Höhenmeter. Hat das ganze Spiel 5 mal 2,5 Kilometer sind diese Strecken lang oder zu durchlaufen. Und sie sind oder sollten zwischen 350 und 500 Höhenmeter haben. Wie gesagt, 450, eine mittelschwere Strecke, die alles hergibt. Du kannst Zeit gewinnen, du kannst Zeit verlieren und du kannst natürlich auch gewinnen und verlieren. Gewinnen, das wird Thora Berger natürlich im Sinn haben. Sie, die Norwegerin, die wir hier vorne sehen, die interessanterweise, Miriam Gössner übrigens an Position 2 gerade, hat sich dahinter gesetzt, hinter die schnelle Norwegerin Andrea Henkel hier ein paar Plätze weiter zurück. Thora Berger, um den Gedanken zu Ende zu bringen, hat gesagt, mein Ziel diese Saison ist der Gesamtweltcup. Die WM, ja, da gehe ich an den Start, da würden mich ein paar gute Rennen
überhaupt nicht stören, aber primär gucke ich auf den Gesamtweltcup. Ja, da ist sie Führende, aber auf ihre WM-Bilanz, wenn wir da schauen, ein paar gute Rennen bei dieser WM. Ja, es sind ein paar sehr gute geworden. Viermal Gold, einmal Silber schon für die Norwegerin. Norwegen, ja, das erste Land, das insgesamt 7 WM-Goldmedaillen bei einer einzigen Veranstaltung gewinnen konnte. Das ist eine sehr erfreuliche WM für die Norweger. Allerdings, an diesem Maßstab werden sie sich nächstes Jahr messen lassen müssen. Nächstes Jahr nämlich bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Zumal in Sotschi auch dieselben Athleten größtenteils zumindest an den Start gehen. Also eine Tora Berger, ein Emil Heckle-Svensson. Alle die Athleten werden da sein. Und wenn dann der Erfolg nicht käme, dann wächst der Druck natürlich. Und hier sehen wir, wie sie kämpfen um diese schnellen Kurven. 50 bis 60 km/h haben sie hier drauf. Andrea Henkel, sehr schön zu sehen. Also da musst du schon wirklich hochkonzentriert sein. An Kristin Flatland kann ein Lied davon singen, was auf diesen Abfahrten alles passieren kann. Ja, da haben wir alle Favoritinnen vorne dabei gesehen. Und Miriam Gössner jetzt in Front gegangen. Tora Berger überholt worden. Ob sie da taktiert hat oder ob sie sich geschlagen geben musste in diesem Moment einer laufstarken Miriam Gössner, das haben wir abseits der Kameras nicht erkennen können. Fakt ist allerdings, Gössner vor Berger, vor Semrenko, vor Domracheva, vor Meckerein, vor Kuzmina, vor Zaitseva. Das momentan die Spitze hier. Andrea Henkel hinter den beiden Ukrainern, der anderen Semerenko-Schwester Vita müsste es sein, Pigruschna, dann Andrea Henkel. Und jetzt sind sie zum ersten Mal wieder hier im Stadion. 27.000 Zuschauer sorgen auch hier am Schlusstag dieser WM für eine tolle, für eine Gänsehautkulisse hier. Und jetzt gilt es, das erste Mal höchste Konzentration walten zu lassen. Heute ja anders als an den letzten beiden Tagen in den Staffeln. Keine Nachlader. Fehler heißt Strafrunde. Heißt 20 bis 25 Sekunden Zeitverlust. Windstill scheint es im Moment zu sein. Beste Verhältnisse. Keine Sonne. Klare Sicht. Kein Wind. Also, es liegt an den Damen, alles richtig zu machen, keine Schießfehler zu produzieren, aber trotzdem immer auch mal einen Blick auf die Windfahne zu werfen. Es kann ja sein, dass doch mal ein Hauch hereinfährt und dann musst du achtsam sein. Beim ersten Mal wird in der Reihenfolge der Startnummer noch geschossen, ab dem zweiten Schießen dann nach der aktuellen Platzierung. Andrea Henkel beginnt mit einem Fehler. Miriam Gössner gut. 3 Treffer momentan. Berger auch schon einen Fehler. Gössner noch einen Treffer. Jawohl, Miriam Gössner trifft alle 5. Pauka die Polin auch. Vita Semerenko ebenfalls. Marie Dorin Aber, Gabriela Sukalova. Es sind einige, die fehlerfrei bleiben jetzt. Die große Favoritin links muss in die Strafrunde. Während Pauka vor Pigruschna, vor Gössner, vor Semerenko direkt wieder auf die Runde gehen können. 2 Sekunden der Rückstand von Miriam Gössner, das ist nichts für sie. Und Andrea Henkel in der Strafrunde. Tora Berger jetzt zurückgefallen auf Platz 14. Andrea Henkel 16. 24 Sekunden zurück. Franziska Hildebrand kommt auch jetzt auf Rang 26. Miriam Gössner vorne dabei, die beiden anderen etwas zurück. Das Schießen von Miriam Gössner. Ja, hat sie wunderbar gemacht. Fehlerfrei und die Chance auf eine Einzelmedaille ist nach wie vor gegeben. Schneller Rhythmus, guter Rhythmus. Sie hat auch sehr gut angeschossen, sehr ruhig, sie war sehr entspannt. Hier Tora Berger, die auch einmal einen Fehler machen kann. Das war jetzt ein sehr schöner Schuss und hier sehen wir eben links hoch der Randfehler in diesem Fall. Da ist Miriam Gössner in Führung vor Kristina Pauka. In ihrer gewohnten Art geht sie hier den Anstieg hoch an der Spitze des Feldes, gefolgt von
8, 9, 10 Läuferinnen, die versuchen, sie nicht ziehen zu lassen. Miriam Gössner, ja eine, die viel aus den Beinen herausläuft. Deswegen hat sie gesagt, vor allen Dingen die Staffelstrecke, die relativ einfach einzuschätzen ist, liegt ihr hier nicht ganz so. Anders diese 2,5-Kilometer-Runde, die ist schon anspruchsvoller und die kommt ihr schon etwas mehr entgegen. Ja, dafür, dass ihr die Staffelstrecke nicht liegt, hat sie eine sehr gute Laufzeit gehabt in der Staffel. Also Miriam Gössner kann auf jedem Terrain sehr schnell laufen. Und ob sie jetzt eine Bein- oder Arm- oder Schulterläuferin ist, das sei mal dahingestellt. Sie ist sehr schnell. Man hat mal etwas mehr Form, man hat mal etwas weniger Form. Und hier sehen wir schon, sie ist ehrgeizig. Und sie will, ob es dann ausgeht zum Schluss, das müssen wir sehen. Biathlon ist immer so unberechenbar. Und gerade bei ihr, die nicht die sicherste Schützin ist, ein kleines Würfelspiel. Das ist sie an der ersten Zwischenzeit. Eine Sekunde vor Pauka, vor Vita Semerenko, dann Gerekova, die Slowakin. Und gleich wird sie dann auch zu der Stelle kommen, wo Rico Groß dann steht, um ihr Informationen weiterzugeben. Andrea Henkel. Trefferbild, leicht rechts tief, eine bei rechts, eine bei tief. Schön sauber arbeiten, klasse so gemacht. Da haben Sie es gehört, die Informationen von Rico Groß, die er weitergegeben hat. Das Trefferbild, ihr gesagt hat, Andrea Henkel, 17. 24,8 Sekunden zurück nach ihrem einen Fehler, nach ihrer einen Strafrunde, die sie sich beim ersten Anschlag geleistet hat. Eigentlich ja eine sichere Schützin, hat vor der Saison auch in ihrem Liegenschießen gearbeitet. Nochmal. Ja, diese 24,8, das sind genau diese eine Strafrunde bei den Frauen in etwa zwischen 23 und 25 Sekunden bedeutet so eine Strafrunde Zeitverlust und Kraftverlust, weil es 150 Meter mehr sind, die man laufen muss. Das Führungstrio Gössner, Pauka, Semerenko. Semerenko nimmt eine Verpflegung hier. Die Strecke 12,5 Kilometer lang. Das sollte man nicht unterschätzen. Klar, dass der Körper da Energie verbraucht. Auch die Tschechin, auch Gabriela Sukalova trinkt hier. Da muss Energie auch zugeführt werden. Denn wenn man erstmal in die Energieschuld geht, dann geht läuferisch irgendwann gar nichts mehr. Vor allen Dingen haben diese Athletinnen auch fast alle schon 6 Wettkämpfe hinter sich. Das kommt ja hinzu, das summiert sich ja. Du bist ja nicht mehr frisch wie am ersten Tag. Das ist ein sehr hartes Programm, das man hier absolvieren muss, wenn man alle Rennen läuft. Und da muss man schon sagen, Hut ab für diejenigen, die hier noch so schnell vorne mitlaufen können. Allen voran jetzt Miriam Gössner, die eine Mini-Lücke auf dieser Abfahrt gerissen hat. Pauke haben wir da hinten gesehen, die Polin, die sich so gefreut hat über ihren zweiten Platz in der Verfolgung. Da war sie richtig glücklich, das beste Resultat ihrer Karriere überhaupt. Und da muss Pauke, die Ukrainerin, muss sie Vita Semerenko ziehen lassen. Da schiebt sich das wieder etwas zusammen. Und sehr schön der technische Unterschied zu sehen. Der Laufstil von Miriam Gössner in der 2-1-Technik und Vita Semerenko in der 1-1-Technik. Das ist eben das, wo man sagt, Miri, da müsstest du noch etwas daran arbeiten. Aber die junge Frau ist 22 Jahre alt. Sie hat noch viel Zeit zu arbeiten. Speziell auch im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele nächstes Jahr. Also einwandfrei trotzdem ihre läuferische Leistung hier. Das war fast gleichzeitig, kommen sie da in diese Zwischenzeit. Semerenko, Gössner, Pauka 2,7 Sekunden zurück. Danach eine Minilücke, 7 Sekunden etwa der Abstand dann zur nächsten, zu Gabriela Sukalova, zu der Tschechin in dem ganz bunten Rennanzug vorneweg. Und auf geht's in Richtung Stadion zum zweiten Schießen. Anders Besseberg, der Präsident des Biathlon-Weltverbandes, schon die ganze Zeit natürlich hier bei den Welttitelkämpfen der Biathleten. Auch hier heute im Stadion am Schlusstag beim Showdown, beim Kampf der Besten gegen die Besten. Auch viele deutsche Fans, Biathlon-Freunde freuen sich, haben den Weg gefunden ins böhmisch-mährische Land hier nach Novo Mesto. Und einmal noch rechts rum jetzt. Dann wartet der nächste Besucher am Schießstand. Dann warten die nächsten 5 Schuss darauf, abgefeuert und ins Ziel gesetzt zu werden. Berger kommt hinter ihr mit der 15. Das ist Veronika Witkova.
die andere starke Tschechin. Ein bei rechts, ein bei tief war die Vorgabe von Rico Groß. Wenn die Verhältnisse gleich sind jetzt wie vorhin beim ersten Schießen. Mal schauen, ob Miriam Gössner hier etwas verändert. Jawohl. Zumindest bei tief hat sie gedreht. Das rechts hat sie gelassen. Sie schätzt ein, dass das so passt. Pauka fertig. Semerenko, letzter Schussfehler. Miriam Gössner. Ah, schade. Auch der letzte ist es wieder, den sie vorbeisetzt. Strafrunde für Gössner. Henkel. Vom Gefühl her etwas zu schnell gemacht, den fünften Schuss. Aber das kann man so genau jetzt nicht sehen aus der Entfernung. Henkel, null. Gut, nach dem einen Fehler beim ersten liegenden Anschlag. Pauka jetzt in Führung vor Pietruschna, vor Marie Dorin, Aber der Französin. Alle Athletinnen fehlerfrei. Daria Domracheva jetzt hatte sich beim ersten Schießen einen Fehler geleistet. Franziska Hildebrand. Bleibt 0. Andrea Henkel derweil Platz 7. Miriam Gössner aus der Strafrunde zurück. Platz 8, 22 Sekunden. Auch das kein Rückstand, den eine Miriam Gössner nicht aufholen könnte. Halt alles immer die große Frage, wie viel Energie muss ich investieren? Wie viel Energie, wie viel Konzentration fehlt mir dann im weiteren Verlauf bei den beiden Stehenschießen, die noch kommen, die dieses Rennen letztlich entscheiden werden? Die große Gefahr, und jetzt schauen wir mal, ob wir den letzten Schuss erkennen können, ob sie da zu wenig nachgehalten hat, wie man so schön sagt. Nein, sie hat nachgehalten, es war einfach auch so eine Tendenz. Es ist also jetzt einfach ein ganz normaler Schießfehler, auch kein Leichtsinnsfehler. Oft sagt man, ja, der fünfte hätte nicht sein müssen. Natürlich, die müssen alle nicht sein, die Fehler. Aber es ist nicht leicht, diese 4,5 cm zu treffen. Und das führe ich jetzt eben auf einen ganz klassischen Schießfehler zurück. Nicht auf Leichtsinnigkeit. Halbzeit des Rennens. Pauka, die Polin, vor Pietruschna, der Ukrainerin, vor Marie Dorin, Aber der Französin. Andrea Henkel auf 7, Miriam Gössner auf 8. Das ist Geschichte. Gössner ist an Henkel vorbei und nimmt sich jetzt auch Tora Berger zur Brust sozusagen. Die Norwegerin mit einem Schießfehler auf Rang 6. Und da hinten sehen wir Tora Berger, die sich ärgern wird ein wenig über ihren einen Schießfehler bislang. Ist ja ein Wettkampftyp, enorm ehrgeizig, enorm perfektionistisch natürlich auch und will immer alle Schüsse treffen. Daria Domracheva sehen wir hier, die Weißrussin. Domracheva ja Verfolgungsweltmeisterin des vergangenen Jahres. Das Schießen bei ihr passt derzeit nicht. Einen Fehler hat sie hier auch schon. Das ist für sie eine miserable WM. Bislang keine Medaille für Domracheva. Beim Laufen allerdings ist sie dabei. Ihr Trainer Klaus Siebert sagt, die ist nicht im Niemandsland unterwegs. Das ist halt nur ein bisschen Abstand nach vorne. Dennoch, Klaus Siebert darf nach Minsk reisen nach dieser WM, darf erklären, was mit der weißrussischen Mannschaft, der Frauenmannschaft los war hier bei der WM. Sie haben sich mehr versprochen, mehr Medaillen. Vor allen Dingen von Daria Domracheva. Sie ist die einzige, aber auch die eine Kandidatin für Medaillen ist. Klaus Siebert sagt das selbst immer. Die große Hoffnung ist immer Daria, die anderen, ja, die mühen sich. Das ist hier 7 und 8, das habt ihr gut unter Kontrolle. Das macht ihr sehr gut beide. Ja, hopp, helft euch, auf geht's, hopp. Jetzt wird natürlich kein Trefferbild mehr erklärt, denn es kommt das Stehenschießen. Dort musst du nicht mehr ein bei rechts und eins bei tief drehen, sondern da hast du 11,5 cm, die du zum richtigen Zeitpunkt treffen musst. Also immer wenn es schwarz wird, solltest du abdrücken. Und dann wird hoffentlich möglichst viel weiß, diese 11,5 cm. Es gibt Frauen, die können das ganz speziell gut. Tora Berger ist so eine, die oft ihre Rennen hinten raus entscheidet bei den Stehendanschlägen. Miriam Gössner hat stehend ab und zu Probleme, das wissen wir, das ist auch kein Geheimnis. Das sagt sie auch selbst, das ist immer so ein Auf und Ab bei mir.
Da sind wir gespannt und hoffen, dass es eher in die Aufwärtsrichtung geht bei dem heutigen Rennen und nicht in die Abwärtsrichtung. Das wäre schade. Domracheva führt aktuell vor den beiden Polinnen, vor Pauka und vor Heunisch. Dann Dorin Aber, die Französin, dann Olena Pikruschna, die große Favoritin. Tora Berger auf Rang 6, gefolgt von Miriam Gössner und Andrea Henkel. Da kommen sie über die Kuppe in die Abfahrt hinein. Und sie haben das gut unter Kontrolle, hat Rico Groß gesagt. Das ist seiner Meinung nach das richtige Rezept, hier nicht versuchen, auf Teufel komm raus nach vorne zu laufen, sondern kontrolliert diese Runde anzugehen, den Rückstand in einem vertretbaren Maß zu halten und dann sich über das Schießen nach vorne zu schieben, um hinten raus dann noch die Kraft zu haben, aufzuholen oder gar nach vorne zu gehen. Ein schönes Beispiel gestern bei der Herrenstaffel Österreich. Christoph Sumann hat auf der letzten Runde 40 Sekunden verloren. Das war also diese Runde, die auch heute die Frauen laufen. Du kannst viel Zeit gewinnen, aber auch viel Zeit verlieren, wenn das Renntempo falsch gewählt ist. Da kannst du viel verlieren. Wenn du es dir gut wählst, kannst du natürlich viel gewinnen. Daria Domracheva in Führung nach wie vor. Miriam Gössner jetzt. Attacke von ihr. Ist auf Rang 2, hat die beiden Polinnen überholt, hat auch Berger überholt vorher. Sie sehen es. Immer aus der Abfahrt kommend ist Miriam Gössner vorne. Warum? Weil sie eine sehr gute Abfahrerin ist und natürlich auch sehr gutes Material hat. Das muss so sein, sonst könnte sie das nicht leisten bergab. Also da kommen zwei Komponenten, guter Ski und gutes Abfahren hinzu. Gerald Hönig haben wir gesehen, angespannt natürlich. Er weiß, das kann sehr positiv enden hier. Er weiß, das kann aber auch nicht so positiv schlecht enden. Es sind noch 10 Schuss abzugeben in diesem Wettbewerb. Daria Domracheva, das wäre mal ein Abschluss einer verkorksten WM für sie, wenn sie hier einen Erfolg, einen Medaillenplatz erreichen könnte. Zumindest etwas versöhnlich. Miriam Gössner nach wie vor auf Position 2 hier. Tora Berger hat sich da noch hinten dran gezogen, will die Tuchfühlung behalten. Ja, auch Anspannung zu sehen bei den deutschen Fans. Andrea Henkel hält sich auch unter den Top 8. Gutes Rennen von hier, von der sicheren Schützin, die davon vielleicht profitieren kann jetzt. Jetzt Daria Domracheva auf Bahn 1. Bleibt sie in Führung oder muss sie in die Strafe? Bravo. Ganz sicheres Schießen von Domracheva. Was macht Miriam Gössner? Klasse. Bravo, bravo. Klasse, Miriam. Andrea zwei nehmen. Fehler. Zwei Strafrunden. 45, 50 Sekunden wird sie verlieren. Aber Miriam Gössner, 14 Sekunden nur hinter Domracheva. Pauka, die Polin dann auf Rang 3, 18 Sekunden, 4 hinter Gössner. Das läuft tatsächlich wieder auf eine Entscheidung beim letzten Schießen hinaus. Und Berger geht ein wenig das Gas aus. Aber sie ist noch im Anschlussbereich. Ja, da muss jetzt alles gut laufen für Berger, wenn sie noch eine Medaille, ja, ist noch drin. Aber ganz vorne ist schwierig. Tora Berger muss auf Fehler der anderen hoffen und dann auf eine super Schlussrunde, wie sie schon häufig gezeigt hat. Franziska Hildebrand, die ja von ihrer Schießleistung in der Staffel nicht profitieren und nicht überzeugen konnte. Hier auch wieder ein Fehler für Franziska Hildebrand. Miriam Gössner schießt. Im ersten hat sie sehr sauber ins Zentrum gesetzt. Die Bewegung ihres Gewehres, wenn man ganz vorne hinschaut, relativ in Ordnung. Ja, sie setzt sehr sichere Treffer. Und auch, dass der Letzte hier Glück hat, das gehört aber auch mal dazu. Auch Miriam Gössner darf mal Glück haben.
Und das ist wirklich ein Traumergebnis bis hierhin. Nach dreimal Schießen nur ein Fehler. Das haben wir selten gesehen von Miriam Gössner in dieser Saison. Sehr gut. Ein Fehler genau wie Daria Domracheva, die Führende. Christina Pauker, die Polin, mit null Fehlern. Das heißt, etwas langsamer unterwegs als die beiden Führenden. Die haben ja schon eine Strafrunde, haben schon diese Extrameter, diese 150 in den Beinen. Und da kommt sie. Für meine Begriffe ein ruhiger Rhythmus, den sie hier fährt. Versucht nicht die Lücke so schnell wie möglich zu schließen, sondern ihren Rückstand leicht zu verringern. Auf sie hier, auf die eigentlich auch so laufschnelle Weißrussin, die ja vielleicht noch ein bisschen mit den Folgen ihrer Erkältung zu kämpfen hat. Das eine mögliche Erklärung, warum sie nicht von den Laufleistungen her ganz top ist im Moment. Verfolger, mal ein Ausreißer, hatte sie die beste Laufzeit. Aber sie war ja seit Mitte Dezember fast durchgängig leicht erkältet. Das kann sich natürlich auswirken. Das wirkt sich aus, definitiv. Eine Erkältung schwächt den Körper immer. Ja, dann kannst du nicht 100% bringen. Ist überhaupt ein Wunder, dass man dann solche Leistungen noch zustande bringt. 15,9. Domracheva ist schnell. Gössner kann nicht aufholen, was aber nichts macht. Sie muss ihr Tempo so laufen und wählen, dass sie zum Schluss gut schießen kann. Fehlerfrei wäre ein großes Erfolgsrezept. Beim letzten Schießen. Ja, klasse. Jawohl. Pauker, die Polin, 33,5 ja, Sekunden. Gut. Jawohl. Sie verliert auf die beiden Führenden und zwar deutlich. Gut. So schön deinen Rhythmus Tora Berger, 42 Sekunden zurück. Genau auch sie verliert auf die beiden Führenden. Hat sie ihre Kraft aufgebraucht bei ihren großen Erfolgen, die sie hier feiern konnte, bei ihren 5 Medaillen? Oder kommt eine Tora Berger nochmal? Man darf sie, Herbert hat es gesagt, nie außer Acht lassen, wenn sie ein sicheres, schnelles Stehenschießen hinzaubert, wie sie es uns schon häufig gezeigt hat, dann ist auch vieles noch möglich für eine Tora Berger. Ja, das sind dann, das ist eine Strafrunde, die sich Miriam Gössner leisten dürfte, um noch gegenhalten zu können. Kann man ja wenig spekulieren, was jetzt passiert. Henkel jetzt doch schon weit zurück mit diesen 3 Fehlern insgesamt. Ja, es ist zu viel, es ist zu viel. Andrea ist da erstmal weg und wird auch ganz vorne nicht mehr einkommen. Dazu ist sie von den Laufleistungen her nicht in dem Bereich, in dem die Läuferinnen an der Spitze sind. Jetzt schon ein bisschen mehr zu erkennen von Tora Bergers typischem Stil, diesem staccatohaften, fast trommelwirbelartigen Laufstil, den sie uns immer wieder zeigt. An diesem Anstieg hier hoch, die überragende Frau dieser Weltmeisterschaften. Für mich am überraschten jetzt Heunisch, die Polin hier immer noch vorne dabei. Auf Rang 5, 43,6 Sekunden bei der letzten Zwischenzeit war sie zurück. Die Dame, die jetzt direkt hinter Tora Berger läuft. Aber 24. im Sprint, 13. in der Verfolgung, also immer mit etwas Abstand zu den Top-Plätzen. Aber die 21-Jährige wird offensichtlich beflügelt durch diese Rennform, durch dieses Gegeneinander hier, durch diese ständige Tuchfühlung mit den Konkurrentinnen. Und Daria Domracheva auf dem Weg, so langsam aber sicher Richtung Stadion. Miriam Gössner sieht sie natürlich, orientiert sich ein bisschen an ihr. Und wieder eindeutig der Laufstil zu unterscheiden. Domracheva in der 1-1-Technik fast bis zur Zwischenzeit und Miriam Gössner schon von unten rauf in dieser 2-1er-Technik. Das ist der Unterschied. Da kann die Miriam keine Zeit gut machen. Da verliert sie immer ein paar Sekunden. Aber das ist natürlich auch gelernt. Das musst du über Monate trainieren, diese 1-1er-Technik, dass du da überhaupt mal so hinkommst. Und das ist jetzt eine Aufgabe, die könnte sie sich stellen für die Zukunft. Mehr 1-1er-Technik laufen zu können in Steigungen wie diese hier. Aber man sieht auch, Berger ist nicht mehr so in Form, wie wir sie kennen. Heunisch läuft jetzt neben Berger schon fast. Also Berger tut sich auch schwer. Das sieht man eindeutig. Palker tut sich schwer. Nur Domracheva gleitet elegant hier in 1-1er-Technik hoch. Kein Wunder. Das ist das 6. Rennen innerhalb von 2 Wochen für diese Top-Athletinnen hier. Aber Berger geht jetzt vorbei an Pauker. Auf Rang 3 ist sie jetzt platziert. Und wenn ich das Bild hier so sehe, was sich jetzt hier im Stadion bietet, Domracheva führend und dann Miriam Gössner, muss ich sagen, Herbert, da keimt leichte Hoffnung in mir auf. Muss mich ein bisschen bremsen.
Ja. Es kann noch viel passieren bei den 5 Schuss. Aber sind wir mal verhalten, positiv gestimmt und drücken auf jeden Fall Miriam Gössner die Daumen, dass es klappt. Das wäre doch was. Ja, also den ersten 3, die jetzt vorne sind, denen drückt man eigentlich alle den Daumen, weil die müssten jetzt auch mal was reißen können. Egal, wie es dann ausgeht, das wäre schön. Daria Domacheva schießt um den WM-Sieg. Fehler. Strafrunde Domracheva. Chance für Gössner. Auch sie mit dem Fehler. Oh, der war voll in die Bewegung. Der geht noch. Komm, der geht. Nein. Oh, schade. Wollte sie zu viel, war sie zu wackelig. In der Strafrunde, Daria Domracheva hat sie gleich hinter sich. Miriam Gössner mit 3 Strafrunden. Das eröffnet Tora Berger jetzt wieder die Chance. Führung für Domracheva. Was macht Berger? Mit welchem Abstand kann sie hinterhergehen? Ja, Berger, Berger, Berger. Keine Frage. Absolut. Und Heunisch. Heunisch auch fertig. So, ein Blick auf die Uhr. Es sind 21,4 Sekunden. Herbert, ist das möglich? Möglich ist alles, aber ich glaube, dass Domracheva den Vorsprung verteidigen kann. Ich bin gespannt, Heunisch, die Polin, die ja mit Berger mitgehen konnte auf der letzten Runde auf Rang 3. Jetzt ist Andrea Henkel da. Olga Zaitseva war derweil fertig, die Russin, die ja so gerne eine Medaille gewonnen hätte hier. Andrea beginnt mit einem Fehler. Nicht ihr Tag am Schießstand heute. Und da ist Miriam Gössner aus der Strafrunde heraus. Deutlich der Rückstand, jetzt 1:01 Sekunden. Ja. Wenn es optimal läuft, kann sie auf den 4. Platz vorlaufen. Da muss sie aber schon eine sehr gute letzte Runde gelingen. Schade, einer. Ja gut, das ist Biathlon. Das ist alles Spekulation, was wäre mit einem Fehler weniger möglich gewesen. Während Franziska Hildebrand sich fertig macht, ihre letzten 5 Schuss dieser WM abzugeben. Mit dem Ausgang dieses Rennens, sprich mit dem Kampf um die Medaillen, hat sie nichts mehr zu tun. Auch wie Andrea Henkel, Sie sehen es unten, die als 13. auf die letzten 2,5 Kilometer gegangen ist. Aber wenigstens zum Abschluss noch mal ein gutes Schießen von Franziska Hildebrand. Ja. Das schafft sie. Kann jetzt hier dieses Rennen, etwas gesagt, in Ruhe zu Ende laufen. Spannend wird's vorne. Inwieweit Daria Domracheva diese 21,4 Sekunden Vorsprung halten kann auf Tora Berger. Wo ordnet sich Franziska Hildebrand ein? 18. Platz. 2:10 Sekunden zurück. Heunisch, die Polin haben wir da gesehen. Und Daria Domracheva bei der Zwischenzeit 11 Kilometer. Rückstand von Berger war 21,4 Sekunden. Sie kämpft hier um die 5. Goldmedaille, aber Domracheva, wir haben es ja gesehen, ist sehr schnell unterwegs, läuferisch. Schauen wir mal, 21, jetzt hat 16,4. 5 Sekunden aufgeholt. Da Klaus Siebert funkt raus auf die Strecke. Heunisch, die Polin. 28,7, sie verliert. 26,4 waren es nach dem 4. Schießen. Das ist die Reaktion von Klaus Siebert. Da sagt er weg, vor Freude auf dem Boden. Ja, hat natürlich auch mitgekriegt, dass das so gar nicht gelaufen ist für seine Top-Athletin, für Daria Domracheva. Und der freut sich riesig, dass ihr heute endlich so ein gutes Rennen gelingt. Miriam Gössner hat lange, lange Zeit ein richtig gutes Rennen gezeigt. Dann aber 3 Strafrunden zum Schluss haben ihr die Chancen genommen. Und jetzt ist sie dran, jetzt ist sie auf Rang 4 in Tuchfühlung zumindest mal. Das könnte sich ausgehen, da braucht sie aber einen Vorsprung vor dem letzten Anstieg. Wir haben ja gesehen, da verliert sie immer. Im Steilen gewinnt sie und diesen letzten Anstieg, ja, da muss sie ihr Kämpferherz jetzt
zusammennehmen und schauen, dass sie da noch auf 4 kommen. Seitze war 4 Sekunden, wenn ich das richtig gesehen habe, vor Miriam Gössner. Und Seitze war sozusagen die Abonnementsvierte hier bei diesen Weltmeisterschaften. Sprint, Verfolgung, Staffel, immer Rang 4, immer ein Rang genau an der Medaille vorbei. Seitze war die letzte Medaille für Russland überhaupt bei Weltmeisterschaften gewinnen konnte. 2009 war das in einem Massenstart. Und Berger. Allein unterwegs sieht sie Domracheva noch. Nee, die ist entschwunden um diese Kurve. Da kommt sie schon. Heunisch hinterher. Ein großer Erfolg für Polen. Wird es werden. Platz 3, 1 bis 3 sind weg. 21 Jahre Bronzemedaille. Unglaublich. Also das ist eine Sensation. Und die gönne ich den Polinnen. Und ich gönne es auch Daria Domracheva, die dieses Jahr viel durchmachen musste an negativer Erfahrung. Die wurde so richtig gebeutelt und man sieht, es geht einfach auch mal wieder bergauf. Es geht nicht immer nur bergab. Ein schöner Abschluss für die Weißrussin bei dieser WM. Miriam Gössner hätte sich einen schöneren Abschluss vorstellen können. Na klar, vielleicht schafft sie es ja noch auf diesen 4. Platz. Das wäre dann der Beste bei dieser WM für die deutschen Frauen nicht, sondern für Miriam Gössner. Klar, die beste Platzierung für die deutschen Frauen. Die Silbermedaille von Andrea Henkel. Ja. Daria Domracheva nach wie vor in Führung. Andersen, der norwegische Männertrainer, feuert Berger an. 13,2 Sekunden. Ja, aber wir sind bei Kilometer 12,0. Wir haben noch 500 Meter, die zum größten Teil eben oder bergab gehen. Und das wird Berger nicht mehr einholen. Da ist sie schon. Im Bereich des Stadions noch über diese Brücke drüber. Und wir können ihr jetzt schon gratulieren. Und das machen wir auch mit vollem Respekt und freuen uns mit Klaus Siebert über WM-Gold für Daria Domracheva, die sympathische Weißrussin, die hier noch versuchen wollte, eine Fahne zu greifen. Das hat nicht geklappt. Alles andere hat geklappt heute. Goldmedaille im Massenstart für Daria Domracheva. Und da hinten die Frau, die diese WM geprägt hat, Tora Berger, gewinnt ihre 6. Medaille als erste Frau der Biathlon-Welt überhaupt. Verneigung vor ihr, vor einer tollen Leistung insgesamt bei dieser WM, bei der es heute nicht zur Goldmedaille gereicht hat bei Tora Berger. Silber, ein großer Erfolg trotzdem. Und sie, Herbert hat es gesagt, eine Sensationsplatzierung. 13. Platz hier in der Verfolgung war bislang ihr Karrierebestergebnis. Jetzt hat sie eine Bronzemedaille. Monika Heunisch, die 21 Jahre alte Polin. Und Miriam Gössner kommt in Richtung Ziel. Es wird ein 6. Platz. Jawohl. Semerenko. Und? Habe ich zu früh gesagt? Gössner, Fotofinish mit Olga Zaitseva. Da hat sie noch mal Kräfte mobilisiert. Zaitseva war sich wohl zu sicher. Es ist ein 6. Platz, da sehen wir es. Aber zeitgleich, oh, da bin ich gespannt, ob es zwischen 6 und 7 bleiben wird, zwischen 5 und 6 bleiben wird oder ob es 2 5. zeitgleiche Plätze geben wird. Ja, da gibt es, das Fotofinish ist schon weg, das ist Zeichen. Also muss Zeit selber vorne sein. Da gehe ich jetzt davon aus, dass das so stimmt. Da wird ganz genau hingeschaut dann nochmal, da ist die Zeitmessung so ausgereift heutzutage, dass das eigentlich ganz, ganz schnell geht, solche Platzierungen zu ermitteln. Konstatieren wir einen 6. Platz, soweit wir das von hier beurteilen können, für Miriam Gössner. 6. war sie schon mal bei dieser WM, das war im Sprint. Jetzt wieder 6. zum Abschluss. Und Andrea Henkel, 1,44, nicht ihr Tag heute. 4 Strafrunden, 4 Schießfehler, Rang 13. Franziska Hildebrand ist noch unterwegs als 3. Deutsche in diesem Massenstart. Die braucht noch einen Moment, bis sie ins Ziel kommt. Kusmina mit 2 Minuten Rückstand. Solem, dann Meckereinen. 17, auch bei ihr lief es nicht. Und da ist Franziska Hildebrand auf dem Weg Richtung Ziel, auf den letzten Metern für sie bei dieser WM. Zukalova, die Tschechin, die ja in Pokljuka so beeindruckt hat mit 3 Podiumsplätzen. Auf
Rang 18. Veronika Witkova, die andere starke Tschechin, auf 19. Und da kommt Franziska Hildebrand auf Rang 22 mit 2 Minuten und 37 Sekunden Rückstand bei 2 Strafrunden. Läuferisch lief es nicht bei ihr. Ja, sie hat auch ein anstrengendes Programm. Das Laufen ist nicht ihre Stärke, das wissen wir. Und wenn sie dann Fehler schießt, dann kommen die Rückstände zustande. Sie war im Massenstart bei der Weltmeisterschaft dabei. Das ist eh schon viel, das muss man wirklich sagen. Eine gute Leistung an und für sich für Franziska Hildebrand. Aber recht viel mehr ist dann nicht drin mit 2 Fehlern auch noch. Magdalena Gewischton haben wir da gesehen, die Polin auf Rang 27. Das nochmal der Zieleinlauf. Rechts Olga Zaitseva, links Miriam Gössner. Schauen Sie mal, wie eng das ist. Ja, da ist Zaitseva vor ihr. Die Fußspitze zählt an der roten Ziellinie. Realisiert Zaitseva, oh, da kommt sie ja doch noch und streckt den Fuß gerade nach vor. Aber es ist korrekt. 5. Platz im letzten Moment für Olga Zaitseva vor der heranstürmenden Miriam Gössner. Ja, sie winken. Alle, die jetzt ins Ziel kommen. Die WM ist vorbei für sie. Sie haben ihre persönlichen Erfolge oder persönlichen Enttäuschungen erlebt hier in den letten 2 Wochen. Die Dame hier, Marie-Laure Brunet, die Französin auf Rang 28, wird ihr auch nicht gefallen, dieser Platz. Und die Laufzeiten, wenn man mal so anschaut, Miriam Gössner nur 3,2 Sekunden hinter Daria Domracheva. Sie hat ja noch weltmeisterliche Erfolgsaussichten, zumindest nächste Woche. Val di Fiemme läuft sie wohl mit. 10 Kilometer und vielleicht die Staffel. Genau, dass sie hinfahren wird zur nordischen Ski-WM nach Val di Fiemme, das ist sicher. Die beginnt ja am Mittwoch und am 26.02. ist der erste Auftritt von Miriam Gössner dort. Im freien Ziel über die 10 Kilometer. Die Staffel, da ist sie noch etwas fraglich, aber durchaus eine Kandidatin, wie wir hören. Und Daria Domracheva feiert natürlich ihren größten Erfolg hier bei dieser WM, ihren größten Erfolg in dieser Saison, trotz des einen Sieges, den sie relativ früh im Dezember beim Sprint in Hochfilzen erreicht hat. Danach gab es noch 4 zweite Plätze, aber das war es dann auch schon für die Frau, die in den letzten Jahren im Gesamtweltcup immer sehr, sehr weit vorne und weiter vorne als im Moment, als sie 5. platziert war. Tora Berger schafft ihre 6. Medaille. Martin Foucault hat nachher bei den Männern die Chance, ihr gleich zu tun. Hier der Blick. Die Weißrussin Domracheva mit 2 Schießfehlern. Gold, Silber für Tora Berger, ebenfalls 2 Schießfehler. Monika Heunisch ganz überraschend auf Rang 3 auf dem Bronzerang. Miriam Gössner, 6. Andrea Henkel, 13. Und Franziska Hildebrand, der Vollständigkeit halber, auf Rang 22. Und mit diesen Eindrücken geben wir nochmal einen Blick auf die Siegerin zurück zu Alexander Ruder. Und Sven Fischer, genau. Und wir sehen nochmal Daria Domracheva aus Weißrussland über die Ziellinie fahren. Dort hinten kommt Tora Berger, dann Silber. Also, Daria Domracheva holt hier Gold. Und ich glaube, wir müssen eigentlich mal ein bisschen neutral sein. Aber der Dame gönnen wir diese Goldmedaille, weil sie wirklich eine ausgesprochen verkorkste Saison hinter sich hat. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Sven? Ich sehe es genauso. Die Saison lief bei ihr auch nicht so, dass man sagen kann, sie ist diejenige, die immer vorne reinläuft. Da hatte sie Daria Domracheva schon mal bessere Weltcuprennen. Und dann kommt sie zur Weltmeisterschaft und geht gar nichts. Und man hofft ja immer, auch wenn es im Weltcup nicht so läuft, dass es da geht. Und deshalb, sie hat sozusagen wieder zur Form zurückgefunden, auch vom Schießen. Und wir haben den Klaus Siebert mehrfach gesehen, dem ist jetzt nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, sondern alles Schlimme wahrscheinlich. Vielleicht haben wir die Szene auch noch gleich mal, während wir hier noch mal Daria Domracheva gerade gesehen haben. Klaus Siebert, der hier wirklich vor Freude auf die Knie gegangen ist. Martin Hüsner hatte es ja schon gesagt, hier sehen wir das Ganze noch mal, dass er eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern er sollte nach Minsk zum Rapport und erklären, warum es bisher nicht gelaufen ist. Ich glaube, das könnte jetzt eine angenehme Reise am Montag werden. Das hoffe ich für ihn und er war ja auch mal mein Trainer, deshalb habe ich auch ein bisschen Sympathie auch für die Weißrussen und deshalb freut mich auch für die Daria und besonders auch für den Klaus. Herbert Fritzwinger hat unter der Woche mal gesagt, nach einem Schießen von Daria Domracheva, die trifft momentan kein Haus, aber weil er selber so überrascht war von ihrer Leistung. Wie erklärt sich dann dieser Wechsel sozusagen? Also wenn man eine gewisse Laufform hat und auch auf diese Stärke aufbauen kann, dann kann man auch für das Schießen für den jeweiligen Wettkampf wieder Hoffnung schöpfen. Andersrum ist es nicht. Wenn ich sage, ich habe jetzt eine schießerische Form, also eine Laufform, beziehungsweise ich schieße sehr gut, dann kommt die Laufform nicht so schnell. Okay, Miriam Gössner steht bei Nils Kaben, muss ich ganz schnell anziehen.
Genau so ist Miriam. Ich glaube, es ist am Ende Platz 6 geworden. Zeitgleich mit Olga Zaitseva. Hatten Sie schon eine Hand oder nur einen kleinen Finger an der Medaille zwischendurch? Ja, ich glaube, unterm Rennen kann man nie sagen, man hat schon eine Hand oder einen Finger an der Medaille, weil das Rennen ist erst vorbei, wenn man im Ziel ist. Und da kann noch viel passieren. Und ja, ich habe es leider beim letzten Schießen ein bisschen vergeigt. Ihr Trainer hat gesagt, Sie können in das Rennen gehen mit so einem Gefühl, salopp gesagt, Nanu ist auch egal, nur können wir mal volles Risiko gehen. Hört das dann genau vor dem letzten Stehenschießen wieder auf, wenn man, wie Sie, so gut im Rennen liegt? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte auch ein gutes Gefühl und ich war konzentriert. Und die Fehler waren noch nicht weit, wie man sieht. Ja, ein bisschen schade, ich habe es halt nicht hinbekommen. Und ja, kann man jetzt leider auch nicht mehr ändern. Sechste Platz, höre ich gerade, ist eben bestätigt worden. Wie geht es denn für Sie jetzt weiter? Direkt in Richtung Val di Fiemme? Ich fahre noch mal heim und dann nach Val di Fiemme, ja. Und wie kam es dazu? Weil Sie haben das ja schon öfter gemacht, aber jetzt sind Sie froh, dass Sie mal einfach laufen können, ohne die lästige Schießerei zwischendurch? Nein, gar nicht. Ich mache Biathlon wahnsinnig gern, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber ich freue mich auch auf die Langläufer. Ich hatte schon immer viel Spaß mit denen und das ist eine tolle Truppe. Die Mädels sind total nett und ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, dass ich eine Unterstützung sein kann in der Staffel und ja, da freue ich mich einfach drauf, da zu laufen. Was rechnen sich denn aus bei diesen nordischen Skiweltmeisterschaften? Ach, ich glaube, ausrechnen brauche ich mir da nichts. Ich habe einfach total viel Spaß beim Langlaufen und will wahnsinnig gern da starten, einfach weil es mir Spaß macht und weil ich auch gern mit den Langlaufmädels oder generell mit den Langläufern zusammen bin und ja, irgendwas ausrechnen. Ich glaube, das ist schwer, weil man keine Vergleiche ziehen kann. Ich freue mich auf eine schöne Zeit da und ja. Sind wir gespannt, das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Und hier nochmal der Zieleinlauf von Miriam Gössner mit Olga Zaitseva zusammen. Der 6. Platz für die Deutsche ist mittlerweile offiziell bestätigt worden. Aber wir müssen auch festhalten, Sven, wir haben vorher gesagt, dass Miriam Gössner natürlich unbedingt hier eine Einzelmedaille holen möchte. Das hat nicht geklappt, weil sie ihre Probleme am Schießstand tatsächlich nicht in den Griff bekommen. Ne? Also zumindest nicht zum Schluss. Also es war ja am Anfang der Fall, dass sie fehlerfreies Liegenschießen hatten. Das war diese Grundlage. Und sie hat auch damit gezeigt, dass sie es kann. Auch bei ihrem ersten Stehenschießen, fehlerfreies Schießen. Aber dann ist die Situation anders, als sie zum letzten Schießen kommt und sieht Darja Domracheva mit einem Fehler. Wir können doch noch mal die Situation beim letzten Schießen uns anschauen. Darja Domracheva hatte diese Strafrunde geschossen. Miriam Gössner stand bereit. Bei einem fehlerfreien Schießen hat sie die Chance auf Gold. Versuch mal, den Zuschauern zu erklären, du hast auch oft genug erlebt, was da im Kopf vorgeht. Also die Darja hat einen Fehler und du kommst als Zweitplatzierte aktuell im Rennen hin und denkst, okay, jetzt kann mich sogar ganz nach vorne angreifen. Und diese Situation hat man oft im Massenstart, auch im Verfolgungsrennen. Und wenn man merkt, es ist ein Fehler schon raus, dann muss man halt umschalten und sagen, okay, jetzt ist der erste Platz weg und jetzt geht es um den zweiten Platz. Und das Umschalten, Risiko zu gehen für den Sieg oder dann auch diesen Platz abzusichern, das sind immer nur Situationsentscheidungen. Da muss man innerhalb kürzester Zeit entweder die oder die Variante nehmen, wenn man sich vom Schießen oder auch von der Muskulatur fühlt. Ist also nicht so ganz einfach. Hinter uns ertönt eine Fanfare in der Wisocina Arena. Das bedeutet, die Flower Ceremony läuft leider ohne die deutschen Damen zumindest auf dem Podest. Aber Miriam Gössner ist mit dabei. Ganz rechts haben Sie sie gesehen, ganz links aber die Gewinnerin. Die Strahlefrau dieses WM-Abschlussrennens. Darja Domracheva, die 26-Jährige aus Minsk, mit einem versöhnlichen, sehr, sehr versöhnlichen Abschluss dieser WM. Sie war ja schon Weltmeisterin vergangenes Jahr in der Verfolgung, jetzt im Massenstart. Da hat sie vergangene Saison ja den Weltcup gewonnen, den Massenstart-Weltcup. Das ist ein Rennen, das ihr liegt, das konnte sie heute zeigen. Läuferisch da, vom Schießen her da. Da hat alles gepasst bei Darja Domracheva. Platz 2 und Silber für Tora Berger, den Dauergast auf den Podien dieser WM. Gold mit der Mixstaffel, Silber im Sprint, Gold in der Verfolgung, Gold im Einzel, Gold in der Staffel und jetzt Silber zum Abschluss im Massenstart. Beeindruckend diese Bilanz von Tora Berger. Überragend. Monika Heunisch für uns die Überraschung dieses Rennens. Die junge, die 21-jährige Polin mit der besten Platzierung ihrer Karriere überhaupt in diesem Massenstart im Rennen gegen die stärksten Konkurrentinnen, auf die sie überhaupt treffen kann. Holt hier Bronze, schafft den Sprung aufs Podium. Das erste Mal ganz vorne dabei zwischen diesen beiden
durchaus sehr erfolgsverwöhnten anderen Athletinnen, Daria Domracheva und Tora Berger. Monika Heunisch wird sich an diesen Tag lange, 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 lange und gerne erinnern. Natürlich, klar, wenn man einen solchen Erfolg schafft. Während die drei hier jetzt sich ein wenig sortieren auf dem Podium, wenden wir uns der Viertplatzierten zu. Aus der Ukraine wieder eine Medaille für die Ukraine. Vita Semerenko, natürlich keine Medaille, logischerweise. Aber eine vordere Platzierung für die Nation, die 5 Medaillen schon hat hier. Das einzige Mal seit 99. Da haben auch nur die Frauen Medaillen geholt. Eine Olga Zaitseva auf Rang 5. Enttäuscht wird sie sein. Natürlich wieder keine Medaille für Russland. Und immerhin dabei bei dieser sogenannten Flower-Zeremonie Miriam Gössner als 6. zeitgleich mit Olga Zaitseva. Nach ihrem 6. Platz im Sprint wieder ein 6. Platz für die junge Deutsche. Und ich höre, Gerald Hönig steht bei Nils Kaben. Ja, so ist es. Gerald, fahren Sie mit mehr Antworten oder mit mehr Fragen im Kopf von diesen Weltmeisterschaften nach Hause? Ja gut, wir brauchen mehr Antworten. Wir haben hier eine Weltmeisterschaft gesehen, die für uns schwierig gelaufen ist. Wir waren aber auch hierher gefahren und haben gewusst, dass man nicht ganz an die erfolgreichen Jahre der letzten, an die erfolgreichen letzten Jahre anknüpfen können mit der Lena oder mit der erfolgreichen Truppe vorher, die alle mittlerweile aufgehört haben. Ich denke mal, die WM ist für uns nicht besonders glücklich gelaufen. Wir haben zu der einen Silbermedaille, die toll war für unter Andrea, 3 6. Plätze. Und die tun wir uns eigentlich am Schießstand immer wieder zuführen. Also am Ende, haben Sie selbst gerade erzählt, ne? Ja, ich habe es gerade gesagt. Irgendwas fehlt uns, um in den letzten Anschlägen abgezockt, kaltschnäuzig, frech zu sein, um dann auch das, was man sich vorher erarbeitet hat, auch nach Hause zu bringen. Die Miri war heute auf einem tollen Weg, hat 3 tolle Serien vorher geschossen mit ihrer läuferischen Form und mit ihrer läuferischen Klasse. Wäre heute mit 2 oder selbst vielleicht sogar mit 3 Runden eine Medaille möglich gewesen. Aber die 4. war eben dann wieder die entscheidende zu viel und dann stehen wir neben dem Podest. Wie geht es jetzt weiter? Es stehen ja noch 3 Weltcups an. Wer wird damit hinreisen? Wir sind jetzt erstmal so verblieben, dass wir die WM-Mannschaft erstmal mit nach Oslo weiternehmen. Und dazu kommt die Evi Sachenbacher, die ja den IBU-Cup als Gesamtzweite beendet hat, dort tolle Leistungen gebracht hat. Und sie wird jetzt mal, wenn sie gesund bleibt, einen kompletten Weltcup-Block laufen über die letzten 3. Und über eventuelle weitere Starter oder nochmal einen Austausch werden wir in Oslo entscheiden. Ich bedanke mich. So, Gerald Hönig zieht Bilanz. Das können Sie auch machen bei uns, liebe Zuschauer. Unter Hashtag Medaillenrausch auf Twitter können Sie uns, ich übersetze das mal frei, und Ihre Meinung zwitschern. Wie bewerten Sie die Leistung der deutschen Biathleten hier bei den Weltmeisterschaften in Nové Město? Wie gesagt, es steht ja noch ein Massenstartrennen der Herren aus. Aber eine Silbermedaille für Deutschlands Damen, die ja doch sehr erfolgsverwöhnt sind, ist nicht der Anspruch, mit dem Sie hierher angereist sind, Sven. Gerade wenn man den Weltcupverlauf sieht, mit Siegen und auch Podiumsplätzen, hat man sicher mehr erwartet zur Weltmeisterschaft, mit Medaillen oder auch mehr Podiumsplätzen nach Hause zu gehen oder zu fahren. Aber wir haben gesehen, es war möglich, auch weil Miriam Gössner zum Schluss jetzt im Massenstartrennen, das spitzte sich zu. Und ich denke, solange diese Tuchfüllung nach vorne ist und dass man auch immer wieder mal diese Chance auch sieht, bleibt weiter die Hoffnung. Es ist leider nicht aufgegangen diesmal. Wir haben gesehen, auch zur Staffel mit den jungen Kräften, möchte ich mal so sagen, mit der Laura Dahlmeier, ist ja auch eine gewisse Hoffnung. Und sie steht ja nur Beispiel dafür, dass auch noch in der zweiten Reihe und in der Jugend und Junioren ja noch was nachkommt. Die Trainer suchen sicherlich nach Antworten für diese Leistung. Hast du ein paar parat? Ja, die Mannschaft ist ja auch im Umstrukturieren und auch vom Altersgefüge hat sich schon ein bisschen was verändert. Und ja, auch eine Tina Bachmann, die eigentlich auch über Hoffnung gesetzt wurde. Ich denke mal, sie wird wieder auch für nächstes Jahr hoffentlich der Mannschaft wieder eine Verstärkung sein. Und wenn man das wieder, diese Bausteine wieder zusammenbekommt, dann hat man auch wieder eine kompakte Mannschaft, auf der es sich dann aufbauen lässt. Aber es ist ja international ähnlich. Und überraschend war für mich auch Polen mit Christina Palka oder auch der Monika Heunisch. Die beide nur einen Fehler hatten. Das war das beste Schießergebnis. Und ich denke, mit diesen Chancen sollte man auf alle Fälle weitergehen. Und Hoffnung ist für den Nachwuchs ja da. Und so grundsätzlich, dass man sagen kann, wenn man auf der einen Seite Tora Berger sieht, die, das hattest du auch schon mehrfach erwähnt, sich wirklich topfit hier auf den Punkt vorbereitet hat. Und das ist ja auch immer das Ziel in so einer Saison, dass man zum Höhepunkt dann topfit ist, dass man grundsätzlich was falsch gemacht hat in der Vorbereitung?
Nein, ich denke nicht, dass es grundsätzlich falsch ist. Und auch Tora Berger hat ja über Jahre sich auch da hochgearbeitet. Hat auch das Schießen, wird ja verbessert. Sie hat ja nicht immer so gut geschossen. Sie ist ja schon viele, viele Jahre dabei. Ich weiß gar nicht, wann der erste Einsatz war. Und jetzt ist halt sie mit auf den Höhepunkt. Und ich denke mal, sie hofft, dass es dann weiter zu Olympischen Spielen schafft. Okay, aber dass man sagt, dass bei den Deutschen irgendwas vielleicht in der Grundlagentraining, die haben ja auch sehr hart trainiert. In Munio war das vielleicht zu hart. Ich meine, hinterher ist man immer schlauer, ne? Hinterher ist man immer schlauer. Man muss aber auch sehen, welche Athleten habe ich, in welchen Bereichen laufen sie, was kann ich hier noch verbessern. Und ich denke, die Trainer haben ja genug die Köpfe zusammengesteckt. Das ist ja so, dass da auch eine kompakte Intelligenz da zusammen ist. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt schusslich sind, sondern man versucht ja das Beste draus zu machen. Und wenn sich das jetzt so darbietet, dann ist es zwar nicht schön, weil man in der Vergangenheit bessere Leistungen hatte, aber für die Zukunft ist ja Hoffnung. Und das ist ja das, was man haben muss als Sportler und auch als Trainer. Wir wollen ja auch gar nicht so schwarz malen, aber wenn man noch mal auf die Statistik guckt, seit 1991 hat es immer eine Goldmedaille gegeben für Deutschlands Biathleten bei einer WM und nie weniger als drei. Bislang sind wir bei zweien, hoffen mal, dass es vielleicht nachher noch ein bisschen besser wird bei den Männern im Massenstart dann von 14.50 Uhr an. Wie gesagt, mit vier deutschen Männern sind wir dann dabei. Simon Schemp ist ja auch noch als erster Ersatzmann reingerutscht an Pfeiffer, Andreas Birnbacher und Erik Lesser dann auch noch mit von der Partie. Um 10 vor drei ungefähr melden wir uns dann mit der letzten Entscheidung hier bei diesen Weltmeisterschaften aus Novi Mesto. Also